Tagesordnungspunkt ist der Tagesordnungspunkt 15, Betreibung der Margon Arena ab dem 1. Januar 2021. Die Fraktionsrunde beginnt mit der SPD-Fraktion. Frau Sturm möchte, wenn sie, sie darf, wenn sie möchte, sie muss aber nicht, nee, verzichtet, dann FDP-Fraktion, Freie Wähler. Dann Bündnis 90 Grüne, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Seit ihrer Betriebnahme 1998 wird die Margon Arena durch den Stadtsportbund auch sehr gut betrieben. Die Halle selber ist eine Trainings- und Wettkampfstätte von 13 Vereinen in 11 Sportarten. Hauptnutzerinnen dabei sind vor allen Dingen die DSC-Volleyball-Damen in der ersten Bundesliga spielend und die Basketballer der Dresdner Titans in der zweiten Liga Pro B spielend. Diese beiden Mannschaften sind durch Betriebsgesellschaften geführt, das ist uns klar, und unterliegen natürlich in dem Fall auch dann den Bedingungen des Profisportes. Verbunden allerdings auch mit dieser Betreibung ist die Vergabe von Hallennutzungszeiten, die Organisation, Durchführung von Wettkämpfen und Sportveranstaltungen, die Werterhaltung, das Catering bei Wettkämpfen und Veranstaltungen und die Vermarktung von Namensrechten und Werbeflächen. Das ist ein sehr umfangreiches Paket. Der Zeitpunkt des Betreiberwechsels, der uns jetzt vorgeschlagen wird, und die sehr verschiedenen Interessenlagen sind in dem Falle natürlich denkbar ungünstig. Wir alle wissen, aktuell läuft seit September die Bundesliga-Saison der Volleyball-Damen. Auch für die Basketballer trifft das zu. Die Planungen für die einzelnen Punktspieltage und Pokalspiele ist aktuell nur für 3 bis 4 Wochen im Voraus möglich. Der Stadtsportbund kann keine Vermietungen mehr für 21 vornehmen, da er mir bereits rechtskräftig gekündigt wurde zum 31.12. diesen Jahres. Der Eigenbetrieb Sportstätten kann noch nicht vermieten dann, weil dafür ist ja dieser Beschluss, der hier heute gefasst werden soll, notwendig. Für Vereine mit einem notwendigen Planungsvorlauf für diese Spielsaison also denkbar ungünstig. Hinzu kommt vor allen Dingen die Ungewissheit, zu welchen Konditionen ab dem 1. Januar 2021 die Halle vermietet wird. Laut Vorlage steigen die Gebühren um das Vierfache gegenüber den aktuell noch zu zahlenden Gebühren für die genannten Vereine. Das heißt, für diese Vereine ist das keine leichte Situation, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell geringen Ticketverkäufe bis hin zu diesen Geisterspielen, die durch die allseits bekannten pandemiebedingten Hygieneauflagen. Wenn man das mal betrachtet, stellt sich aktuell das Bild so dar. Ich bin Mieter in einer Immobilie mit einem defekten Dach, bei dem es unter anderem beim medienwirksamen Punktspiel immer mal wieder aufs Spielfeld tropft. Der Vermieter wechselt. Das Dach ist weiterhin defekt, die Bedingungen verbessern sich auch nicht, aber die Miete steigt schon mal ordentlich in die Höhe. Und das zu einem Zeitpunkt, wo keine Einnahmen zu generieren sind über Ticketverkäufe und Catering. Hier wäre die Beibehaltung der aktuell angewandten Gebühren sinnvoll oder eine moderatere Anhebung im Laufe der Saison bei Steigerung der Ticketverkäufe, wenn es zu Lockerungen kommt. Argument des Sportbürgermeisters gegen die Beibehaltung der Gebührenhöhe war im Ausschuss: Die Förderung von Profisport ist nicht Aufgabe der Stadt. Das mag im Grundsatz zutreffen, allerdings gibt es auch die Möglichkeit, Mietverträge und eine langjährige Praxis bei Betreiberwechsel und unter den aktuellen Bedingungen eine Zeit lang weiterzuführen. Alternativ wäre die Beibehaltung der aktuellen Gebührenhöhe für die laufende Spielsaison und ein Wechsel mit Beginn der neuen Spielsaison 2021/22 bei dann wieder möglichen Ticketverkäufen. Unklar ist für uns auch als Fraktion, wie durch die Vermarktung der Namensrechte und von Werbeflächen generierte Einnahmen aktuell eingesetzt werden sollen. Also ab nächsten Jahr dann. Der Stadtsportbund hat einen Teil seiner Kosten durch diese Einnahmen abdecken können, bis hin zu einer Querfinanzierung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel der jährlich stattfindenden Sportgala der Stadt Dresden. Laut Aussagen der Verwaltung soll die Betreibung jedes Jahr einen Zuschuss von 200.000 Euro verursachen. Hier wird allerdings argumentiert, dass dies insbesondere, dass das zu übernehmende Personal verursacht wird, was allerdings in der Summe eigentlich sehr, sehr hoch erscheint dann, also von der Seite her auch die Aussage für uns nicht so ganz klar ist. Bei diesen vielen ungeklärten Sachverhalten wird sich meine Fraktion
für diese Vorlage enthalten. Eine Ablehnung werden wir nicht machen dann, weil das für uns bedeuten würde, dass ab 1. Januar keinen Betreiber haben dann. Das ist auch nicht gewollt. Für eine Zustimmung, das habe ich, denke ich, dargestellt, ist dieses bisherige Agieren der Sportverwaltung wenig vertrauensbildend gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schulze, CDU-Fraktion. Frau Wagner, bitte. Ja, also, werter Herr erster Bürgermeister, werte Kollegen, eigentlich wollte ich zu dem Punkt gar nicht sprechen. Jetzt hat der Thorsten mich doch ein bisschen herausgefordert, um vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen einzuordnen. Also erstens die Debatte zu führen, ob diese Betreibung jetzt in die Stadt übergeht oder beim Stadtsportbund bleibt, das hätten wir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren machen müssen, ist auch sehr intensiv übrigens sozusagen in Gesprächen von mir auch hinterfragt worden, aber irgendwann, sage ich mal, war der Ofen einfach aus und die Sache war geklärt. Deswegen ist es jetzt auch sehr sinnvoll, den Weg konsequent weiterzugehen und wir hatten, glaube ich, auch vor einem Jahr sehr intensiv darauf gedrungen, auch im Ausschuss, dass Stadtsportbund und Sportverwaltung sich dazu intensiv austauschen und entsprechend die ungeklärten Fragen, die jetzt von Thorsten Schulze auch zitiert wurden, ordentlich geklärt werden, damit nämlich der Betreiberwechsel für die Sportvereine möglichst reibungslos und verlässlich läuft. Nach meinem Dafürhalten, nach einer gewissen Zeit, gab es dort auch eine gute Gesprächsebene und ich glaube, sowohl Stadtsportbund als auch Eigenbetrieb Sport und Sportverwaltung haben da wirklich vernünftige Lösungen gefunden. Zum Thema Überleitung Personal und wir haben das ja auch noch mal hinterfragt jetzt im Sportausschuss, warum auch dieses leichte Minus in der Betreibung kommt. Das erscheint mir persönlich schlüssig. Wir werden deshalb auch zustimmen und ich glaube, es ist für die Beschäftigten vielleicht auch ein kleiner Vorteil, dass man jetzt auch nach Tarifvertrag im öffentlichen Dienst bezahlt wird. Ich finde, das hat auch seinen Wert. An anderen Stellen, Sie korrigieren mich jetzt bestimmt bitte, aber auf jeden Fall hat das auch was damit zu tun. Das wurde ja auch vorhin ansatzweise ausgeführt. Und das ist für mich auch erstmal schlüssig, dass man hier auch in eine Betreibung geht, einer sehr sanierungsbedürftigen Sportarena und deswegen da auch vorsichtig rangeht. Das halte ich auch für sinnvoll, nicht, dass man dann später einem Minus begegnet, obwohl man ein schönes Plus geplant hatte. Und an der Stelle erinnere ich an unseren Beschluss zu den Planungen für die neue Arena, der sehr sinnvoll und notwendig war. Und um das jetzt nochmal in den Sportausschussbericht einzuordnen, da bin ich nämlich auch eigentlich sehr dankbar, dass der Herr Hase von der FDP dann doch nochmal gefragt hat, ist das jetzt sinnvoll, weil dann sind wir nämlich sportfachlich im Sportausschuss zu einer ganz guten Sache gekommen. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen, dass kurz bevor, also nicht kurz bevor, aber sagen wir mal ein Jahr bevor die neue Arena fertig gebaut ist, die Margon Arena, wollen wir gucken, dass wir nochmal schauen, ist es jetzt sinnvoll, dass die spätere Betreibung der neuen Arena, sage ich mal, auf Verwaltungsseite bleibt oder doch privat gelöst werden kann. Das ist also Konsens, dass wir uns das nochmal ganz genau vorlegen lassen, Pro und Contra abwägen und dann schauen, wie geht es in der Zukunft mit einer neuen Arena weiter. Und auch das Thema DSC, Titans, jetzige Nutzervereine, künftige Kosten mit einem neuen Betreiber, das ist bei uns natürlich auch angekommen und hier ist es so, Thorsten Schulze, wenn die Grünen das als Problem aufwerfen, dann fehlt mir ehrlich gesagt jetzt der ergänzende Antrag dazu, nämlich dass zum Beispiel bis zum Ende der Saison die jetzigen Nutzungsentgelte gezahlt werden sollen, hätte man machen können, habt ihr jetzt nicht gemacht, ist aus unserer Sicht aber auch okay, weil ich auch da das Gefühl habe, dass die Gespräche zwischen Stadtverwaltung und auch den nutzenden und betreffenden Vereinen auf einer vernünftigen Basis laufen. Ich glaube, gerade in der aktuellen Diskussion im Zuge von Corona habe ich da auch wirklich Vertrauen, dass da vernünftige Lösungen gefunden werden. Und wenn dem nicht so wäre, bin ich mir relativ sicher, dass man in den letzten, sage ich mal, 4 Wochen noch mal einen relativ deutlichen, besorgten Anruf von Sportvereinen bekommen hätte. Der kam bei mir vor 3 Monaten. Wo gesagt wurde, wir sind in Gesprächen und wir hoffen auch. Dann haben wir im Sportausschuss nochmal nachgefragt und da wurde es eigentlich auch von Dr. Lames bestätigt, dass die Gespräche mit den Vereinen
in vernünftigen Bahnen laufen. Herzlichen Dank, wir werden zustimmen. Vielen Dank, AfD. Verzichtet, Fraktion Die Linke. Sie ist ebenfalls. Damit habe ich die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir können damit ins Abstimmungsverfahren eintreten und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen möchten. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem ist bei 54 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 14 Enthaltungen zugestimmt worden.